Herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Angespielt im Freispiel. Unserem Format, in dem wir euch eine Kurzerklärung eines Spiels geben und euch dann erzählen, wie wir das so finden. Das soll hier heute um Compromat gehen aus dem Hause Helvetik. Das ist ein Verlag, den ihr auf unserem Kanal schon des Öfteren gesehen habt und den ihr, wenn ihr bei uns vorbeikommt, ohnehin oft in die Hand gedrückt bekommt, weil wir den sehr schätzen. Wir sind quasi Nachbarn, sitzen in Basel. Genau. Was ist Compromat? Compromat ist ein Zwei-Personen-Spiel, das 20 bis 30 Minuten geht und es ist letzten Endes Blackjack oder 17 und 4, was der deutsche Titel von Blackjack wäre. Das kennen sicherlich viele. Wir decken Karten auf und wir wollen damit den Wert von 21 erreichen, aber auf gar keinen Fall überschreiten. Und wer da am nächsten dran ist an der 21, der oder die hat das Spiel gewonnen. Oder die Runde gewonnen. Und in Compromat ist es in der Geschichte ein bisschen eingebettet und hat ein paar Sonderkarten bekommen, damit es eben zu zweit auch gut spielbar ist. Und es funktioniert ganz ausgezeichnet. Die beiden Spielenden sind konkurrierende Geheimagenten, die entweder wollen, dass kompromittierende Informationen über jemanden ans Tageslicht kommen oder auch nicht. Wie spielen wir das jetzt? Wir beginnen damit, dass beide Spielenden 14 Zahlenkarten bekommen. Das sind Karten, da sind einfach Zahlen drauf. Gut, dass das mal so rum ist, dann muss ich jetzt nicht aufpassen. Die rangieren zwischen 0,5 und, wenn ich das recht sehe, 11. Wobei die 11 besonders ist, nämlich beim Aufdecken der Karte kann ich mir aussuchen, ob das eine 1 oder eine 11 ist. So, jetzt beginnen wir das Spiel. Wir haben hier einen Stapel von Zielobjekten und davon werden 4 Karten in der ersten Runde aufgedeckt. Oder nicht nur in der ersten Runde, sondern in allen Runden sind immer 4 Karten im Spiel, an die wir unsere Karten dann ranspielen, um dann hinterher Siegpunkte auszuwerten. Die sehen so aus. Ich habe hier die Barkeeperin, das ist wohl eine Informantin, die wir interviewen können. Das Safe House, 4 Punkte wert. Und dann gibt es ein paar Spezialkarten. Aha, da ist schon eine. Das wäre hier ein Code. Müssen wir vielleicht in der Differenz zu den normalen Karten darstellen. Das Safe House seht ihr hier. Das ist einfach 4 Siegpunkte wert. Und dieser Code jetzt, der hat hier 3 verschiedene Werte. Und diese Werte definieren die Siegpunkte für die Karten in Abhängigkeit davon, wie viele ich habe. Also der Code, wenn ich diese Karte nachher in meinem Siegpunktestapel habe, dann ist die 2 Punkte wert. Habe ich 2 Codes, das sind 6 Punkte. Habe ich 3 Codes, das ist das 12 Punkte wert. Dann gibt es eine weitere Art von Sonderkarte. Das sind diese Spionage-Abwehrkarten. Da sind zwischen 1 und 3 solcher Ausrufezeichen drauf. Die haben wir hier auch als Marker herumliegen. Und wenn so eine Karte aufgedeckt wird, dann ist das kein Ziel, an dem wir Karten spielen können, sondern wir decken eine weitere Karte auf und oho, es ist erneut eine Sonderkarte. Die wird dann da draufgelegt. Das bedeutet einfach, dass wer auch immer diese Karte gewinnt, dann am Ende der Runde, bekommt zudem die Spionagemarker, die auf der Spionageabwehrkarte abgebildet sind. Also in unserem Fall 3 Spionagemarker. So, warum habe ich gesagt, nochmal eine Sonderkarte? Weil die einen anderen Hintergrund hat. Das sind immer diese Karten, die so einen weiß-schwarz schraffierten Hintergrund haben. Das sind Sonderkarten, die sind alle immer einen Punkt wert und haben aber eine Spezialfähigkeit. Jetzt in dem Fall könnte ich alle Karten deines Gegners aufdecken, die er oder sie neben einer Missionskarte abgelegt hat. Das kommt später sicher gut. So. Jetzt haben wir 4 Karten aufgedeckt, das sind die 4 Ziele, um die wir spielen und jetzt sind wir beiden abwechselnd am Zug. Ich beginne, was bedeutet, ich schaue mir meine oberste Karte an, gucke, was das für eine Zahl ist und lege die an eine dieser Missionen an. Ich muss dazu eine Mission wählen, an der ich bisher keine Karten angelegt habe, also momentan bin ich noch komplett frei. Und habe jetzt diese Karte hingelegt, die wird offen ausgelegt, das heißt sowohl ich als auch meine Gegenspielerin wissen, dass ich hier 7 Punkte hingelegt habe. Und jetzt kann ich, muss ich aber nicht, mir eine weitere Karte angucken. Tue ich das, dann muss ich die verdeckt dorthin spielen. Und das kann ich so lange machen, wie ich lustig bin. Sollte mir gut merken, was ich da hinlege.
bis ich dann sage, ich höre auf. Jetzt höre ich auf. Jetzt ist meine Gegenspielerin am Zug, selbe Nummer, schaut sich eine Karte an, ihr seid das jetzt, und sucht sich eine Mission aus, um diese Karte offen dahin zu legen. Und dann schaut sie sich, wenn sie möchte, weitere Karten an und legt die an die entsprechende Mission an. Das machen wir jetzt so lange, bis entweder, also immer im Wechsel, bis entweder überall von beiden SpielerInnen Karten gelegt wurden oder aber bis jemand nicht mehr ziehen kann. Also ich mache dann trotzdem noch fertig, aber Spieler in Blau, die hat ihre Karten hier alle verballert an den drei Missionen, hat keine weiteren Karten, wird also hier nicht spielen können. Ich kann dann dennoch weiterspielen. Also in dem Extremfall, dass sie alle Karten hier anlegt, was dumm wäre, würde sie einfach nicht mehr mitspielen und ich kann dann hier weiterspielen. So, und sobald das geschehen ist, beenden wir die Runde und decken dann die Karten auf, die da angespielt wurden. Jetzt habe ich hier eine Barkeeperin, habe ich diese drei Karten. Bei der 1-11 darf ich beim Aufdecken entscheiden, ob ich sie als 1 oder 11 werten möchte. Ich nehme jetzt natürlich die 1 und habe dadurch einen Gesamtwert von 18, habe einen höheren Gesamtwert als meine Gegenspielerin und bekomme diese Karte in meinen Siegpunktstapel. Das machen wir für alle Missionen, die dort ausliegen. Und wir beginnen, das ist tatsächlich relevant, wir beginnen immer hier aus meinem Sichtfeld links, aus eurem Sichtfeld rechts. Also was näher am Nachziehstapel liegt, wird zuerst gewertet und das werten wir dann bis da runter. Jetzt sind hier 10, 15, 22, 30, also 31 oder 41 Punkte hat hier die blaue Spielerin. Das heißt, sie hat die 21 überschritten, das heißt, sie hat hier sofort verloren. Und ich habe gewonnen. 14, 16, 20, hier oben in unter 21 geblieben, bekommen auch das Safe House in meinen Siegpunktestapel. So werten wir jetzt jede einzelne Karte aus. Habe ich Spionagemarker, darum komme ich gleich zu, wie ich die bekomme, dann kann ich, sollte es mir gelingen, exakt den Wert von 21 zu erreichen, dann kann ich so einen Spionagemarker ablegen. Muss das aber nicht tun. Warum? Da kommen wir gleich zu. Ja, so werten wir jetzt hier alles aus. Sagen wir mal, sie hat hier gut gespielt, bekommt das Ding. So, und jetzt kommen wir hier zu dem Teil mit der Spionageabwehr und der Aktionskarte der Drohne. Gehen wir davon aus, ich hätte die gewonnen mit meinen 18, die ich da hingelegt habe. 10, ja, habe ich sogar. Tatsächlich habe ich gewonnen. So, jetzt bekomme ich diese Karte, wie gehabt. Bekomme aber auch zusätzlich diese Marker, die auf der Spionageabwehr abgebildet sind. Das sind drei Stück. Praktisch habe ich hier schon liegen. So, die sind nachher keine Punkte wert, aber ich habe diese Spionagemarker. Die werden gleich relevant. Und ich habe eine Karte, die kein Ziel ist, sondern eine Aktionskarte. Komme ich jetzt auch zu. So, Runde ist beendet. Das heißt, beide Spielende nehmen alle Karten, mischen die gut, bereiten damit ihren Stapel für die nächste Runde vor und dann werden erneut vier Ziele aufgedeckt. Jetzt habe ich hier wieder eine Spionageabwehr aufgedeckt, das heißt, ich lege die nächste Karte da drauf. So. Und dann machen wir das Ganze noch einmal. Grundsätzlich spielen wir 6 Runden lang und dann wird gezählt, wie viele Siegpunkte welche spielende Person hat. Und wer mehr Siegpunkte hat, hat das Spiel gewonnen. Da kommen jetzt diese Spionageabwehrmarker ins Spiel. Jeder dieser Marker ist einen Punkt wert. Wenn ich allerdings jemals 6, 7, 8, jetzt habe ich hier 8 Spionagemarker, sollte ich durch irgendwas, zum Beispiel weil ich hier diese Karte gewinne, 9 oder mehr Spionagemarker haben, dann habe ich sofort das Spiel verloren. Also die sind ein zweitschneidiges Schwert, die sind entweder ein Siegpunkt oder aber sorgen dafür, dass ich das Spiel verloren habe. Genau, und dann gibt es eben diese Aktionskarten und die machen letzten Endes
das Spiel spielbar für zwei, weil so ein Blackjack, da brauchst du eigentlich mehr Leute für, deswegen wird es dann im Casino gespielt mit offenen Tischen. Und diese Aktionskarten, die sind ein Punktwert, wie gesagt. Die sind auch immer ein Punktwert, auch wenn ich sie einsetze. Die kommen dann einfach in meinen Siegpunktestapel. Aber solange ich sie nicht eingesetzt habe, liegen diese Aktionskarten offen vor mir aus. Das heißt, meine Gegenspielerin weiß, welche Karten ich zur Verfügung hätte. Und jetzt zum Beispiel hier die Drohne, die ich in Runde 1 bekommen habe, die erlaubt mir jederzeit in meinem Zug diese auszuspielen. Und dann würde ich alle Karten aufdecken, die meine Gegenspielerin irgendwo hingelegt hat. Das heißt, bevor ich Karten, insbesondere dann die verdeckten, an die Mission anspiele, kann ich diese Karten aufdecken, sehe genau, was hat sie da für einen Wert erreicht und kann somit besser interagieren. Und dann gibt es den USB-Stick, der sorgt dafür, dass ich einen Gegenstand benutzen darf, den ich diese Runde schon mal benutzt habe. Das ist mit der Drohne zum Beispiel natürlich super gut. Und dann gibt es Sachen, die sagen, der Gegner muss eine Karte hinlegen oder ich darf Karten verschieben oder. Ja. Also diese Aktionen sorgen dafür, dass ein bisschen mehr Bewegung ins Spiel kommt. Damit kann ich unter Umständen auch, zum Beispiel die Sturmhaube macht das, da kann ich einfach zweimal einen Spionagemarker weglegen, womit ich natürlich sicherer bin, nicht diese neuen Spionagemarker für die Niederlage zu sammeln. Genau, das ist das ganze Spiel. Wir spielen entweder so lange, bis jemand neuen Marker hat, der oder diejenige hat dann sofort das Spiel verloren. Oder aber wir spielen insgesamt 6 Runden, dann ist der Stapel auch durch. Und dann zählen wir einfach unsere Siegpunkte und die stehen, wie gesagt, oben auf der Karte drauf. Jede Aktionskarte ist einen Punkt wert. Die Missionskarten sind zwischen 2 und, ich glaube, 5 Punkten wert. Und die Spionageabwehrkarten, die sind gar nichts wert, abgesehen natürlich von den Punkten, die ich über die Spionageabwehrmarker bekomme. Das war regeltechnisch schon das ganze Spiel. Wie hat uns das gefallen? Ich glaube, richtig gut. Also mir persönlich gefällt es mega gut. Ich habe das mit mehreren Kollegen gespielt, also in unterschiedlichen Runden logischerweise, weil es ein Zweier-Titel, kann ich nur mit einem Kollegen gleichzeitig spielen. Und das kam tatsächlich immer gut an. Also wir hatten irgendwie immer Spaß, wir hatten immer viele Entscheidungen zu treffen, obwohl es ja ein relativ schnelles, kurzes Spiel ist. Und das finde ich grundsätzlich ja immer toll, wenn man in Spielen Entscheidungen treffen kann. Also das, weil das ja nur dieses Glücksspiel 1704 ist, lebt von dieser Entscheidung, oh, schaue ich mir noch eine an, wenn ich mir die anschaue, muss ich sie auch legen. Da kommt so ein bisschen Memory ins Spiel, man darf sich die Karten später nicht mehr angucken, oder das ist letztlich auch wurscht. Aber immer dieses Push your luck. Ja, ich habe da schon 18 liegen, ich weiß, meine 11 ist nicht mehr drin, ich habe beide 10er gespielt. Na, dann kann ich ja sicher noch eine aufdecken, weil es wird wahrscheinlich unter 4 bleiben. Und leg die dann damit hin und dann gibt es dieses Momente, an denen ich dann halt einfach auf die 22 komme. Oder auch auf die 24, wo ich mich dann innerlich sehr, sehr ärgere, hoffentlich mein Pokerface behalten kann, damit mein Gegenspieler, meine Gegenspielerin das gar nicht merkt, dass ich mich da ärgere, damit sie selber da vielleicht Karten verbrät. Das sorgt einfach für viel Spaß am Spieltisch, obwohl das ja eine sehr simple, einfache Nummer ist. Thema, keine Ahnung, ist nett, also brauche ich eigentlich nicht diese Agentennummer. Aber ja, ist halt drauf und sorgt vielleicht für diejenigen, die das gerne haben wollen, für ein bisschen mehr Thema als nur das, hey, wir spielen jetzt mal Blackjack, aber zu zweit. Richtig tolles Spiel. Können wir rundum empfehlen. Kostet relativ schmales Geld, ich glaube 12, 13, 14 Euro. Und kann tatsächlich immer wieder auf den Tisch gebracht werden. Kompromat von Helvetik, absolute Empfehlung. Wenn ihr noch Ideen habt, was wir euch zeigen können, dann schreibt uns das hier unten in die Kommentare rein. Dann machen wir das gerne für euch. Ansonsten lasst uns ein Abo da, damit ihr informiert werdet, wenn wir neue Videos hochladen. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen. Ciao!